Spitzenprodukt. Da, und das bei einem Spitzenprodukt. Ja, und das ist schon recht erstaunlich. Beim heutigen Stand der Technik ist das ein Mega-Erfolg. Natürlich sind jetzt schon alle Mühlen dieser Firma nach Global Scaling optimiert, kann man sich vorstellen. Ne? Also ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil. Es gibt auch da jetzt die Frage, ob du noch ein paar Beispiele nennen kannst, wie man da selber Skaleninvarianz beobachten konnte, kann. Wie gesagt, wir haben ein paar Beispiele schon genannt. Zum Beispiel das Lebensalter. Man kann das quasi an seinem eigenen Leben sich anschauen. Wie, mit welchen Jahren ist was passiert und wie schaut es in der Skala aus? Und mit ein bisschen Fantasie findet man sicher viele andere, beziehungsweise im Kompendium gibt es ja auch noch Beispiele. Ich danke dir ganz herzlich für, ja, natürlich die Raum- und Zeitausgabe, wo das scheint wirklich eine sehr spannende Geschichte zu sein, weil da alles gesammelt ist, was in Raum gesammelt, und Zeit. Gesammelt, alle Beiträge. Ja. Danke vielmals für deine Zeit, dass du uns das ein bisschen näher gebracht hast. Sehr spannendes Thema. Und ja, vielleicht können wir in Zukunft, wenn sie was tut, einmal wieder was machen. Vielleicht mag auch der Herr Müller einmal mitmachen. Wäre sicher sehr interessant, wenn er die Zeit hat. Der ist natürlich ziemlich unter Wasser, aber danke. Ja, ich danke dir für die Gelegenheit. Sehr gerne. Das nächste Mal CropFM ist ein CropFM-Spezial und zwar mit Professor Peter Weiß von der Uni Wien und zwar anlässlich der Atomkatastrophe in Fukushima und vor allem den Folgen und eben dem ganzen allgemeinen Atomwahnsinn, der da weltweit betrieben wird. Das wird am 15. April zu hören sein. Und am 22. April, also eine Woche darauf, dann eine Live-Sendung mit Robert Fleischer zum Thema Kontakt, Transkommunikation und Exopolitik. CropFM wieder mal im Wochentakt. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.